Hallo Freunde der Kubuswelt, hier ist Truen und in diesem kleinen, aber feinen Tutorial möchte ich euch zeigen, wie ihr die Seile an die Pfosten des Zeltes ranbekommt. Dazu brauchen wir als erstes eine Leine. Die findet ihr hier unten. Oder ihr stellt sie euch im Survival her. Und dann haben wir noch hier den Grasblock. Dann fangen wir hier einfach mal an. Ihr müsst drei tief ein Loch ausheben, dann versucht euch relativ so mittig zu stellen. Ich hoffe, es funktioniert jetzt auch. Braucht ihr diesen Befehl. Es zeigt euch, dass die Kuh keine Intelligenz besitzt, also sich nicht bewegt und dass sie still ist, also silent. Dann zeugt man die Kuh. Ja, hat funktioniert. Einfach die Kuh anleihen und dann an den jeweiligen Pfosten die Leine ransetzen. Danach könnt ihr das wieder zubauen und schon habt ihr hier die erste Leine, also das erste Seil, was den Pfosten hält. Das Ganze könnt ihr jetzt ringsrum ums Zelt machen. Ich habe jetzt noch einen kleinen Hinweis für euch. Wenn ihr nämlich die Kuh setzt und aber euch in der Wüste zum Beispiel befindet und Sand habt, fällt er ja nach unten. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel mit Redstone-Fackeln dann das Ganze kompensieren, indem ihr die hier drunter setzt, die Kuh noch anleihen, na, und an den Pfosten ran. So. Und dann könnt ihr den Sand hier oben drauf setzen. Ohne dass er nach unten fällt. Gut, das war auch schon alles. Im Survival geht das natürlich auch. Bloß aufwendiger, dann die Kühe nach unten zu schicken. Beziehungsweise geben sie ja dann ständig die Geräusche von sich. Ich hoffe, es hat euch gefallen und schaltet mal wieder ein. Bis bald!